there is no scooter sharing. Which brings me to the next talk. We tend to need kind of a security concept for not scooter sharing. So the easiest way would be to have kind of. Willkommen zur deutschen Übersetzung von Wegfahrsperren von Wouter Bolgslag, live vom 36. Chaos Communication Congress in Leipzig. Alle Talks am Kongress werden live zwischen Deutsch und Englisch und eine weitere Sprache übersetzt. Für weitere Details, Informationen, wie die Streams genutzt werden können, besucht c3lingo.org. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, bevorzugt mit Hashtag C3T. Übersetzung für diesen Talk sind Qui, Mr. Brown und Bay. Danke für die Einleitung. Ich freue mich, dass noch ein paar von euch dabei sind, dass noch ein paar so einer späten Stunde noch gekommen sind, um meinen Talk zum Thema Wegfahrsperre zu hören. Ein bisschen über mich. Ich habe einen Master von der Kharkov-Universität. Und dieses ist ein Thema, was ich in meiner Masterarbeit behandelt habe im Juli 2017. Ich habe eine Menge Zeit verbracht, alle möglichen Systeme zu analysieren. Und ich habe ein bisschen was darüber geschrieben. Und wenn man die ganze Geschichte lesen möchte, kann man auch mal meine Masterarbeit lesen. Die ist dort in dem Link. Da sind mehr Details drin. Ich arbeite zurzeit in der Fahrzeugbranche als Sicherheitsingenieur und man kann mir auch E-Mail schreiben. Also als erstes, das muss ich natürlich dazu sagen, ganz wichtig, aber ich, genau, wichtig dazu sagen ist, genau, also ich habe alle Firmen, die sich mit dem Thema beschäftigen, tatsächlich schon vorher kontaktiert und zwar noch bevor ich meine Verteidigung meiner Masterarbeit gemacht habe und habe also im Detail ein paar Konferenzcalls mit den Herstellern gehabt und ich bin sogar zu einem dorthin gefahren, um zu demonstrieren, dass das, was ich gefunden habe, tatsächlich stimmt. Ich muss dazu sagen, dass das, was ich recherchiert habe, auf etwas älteren Autos gewesen ist, so von 2009, aber für drei der Fälle, wo ich in die Tiefe gegangen bin, da konnten wir bestätigen, dass es die gleichen Systeme sind, die in tatsächlich noch zurzeit produzierten Modellen drin ist. Und das ist überraschend. Man denkt, Autos, Elektronik, Sicherheit ist eine schnelle Industrie, aber nein, nicht wirklich. Also alles, was in den Autos in 2009 war, wenn es zumindest diesen drei Systemen sind, kann man heutzutage auch noch in Autos finden. Und ich werde zwar sagen, dass die Autos, mit denen ich zugehabt habe, das ist schon relevant. Ich hoffe, das könnt ihr mir vergessen. Aber bitte habt Respekt davor, dass ich nicht sagen kann, dass es nicht die Autos sind, die noch produziert werden. Ich möchte hiermit keine Diebstahl vereinfachen. Als erstes werde ich über ein paar Standardsachen in Mobilitätssystemen sprechen und dann werde ich über Computernetze in Vehikeln sprechen. Und dann werde ich etwas sagen, wie ich an die Sache herangegangen bin für alle drei Modelle. Alle Modelle haben ähnliche Verhalten an den Tag gelegt. Dann werde ich über die drei Protokolle sprechen, in Peugeot, Fiat und Opel. Als letztes werde ich meine Sachen zusammenfassen und am Ende gibt es Zeit für Fragen. In modernen Vehicles ist sehr viel Elektronik und Computersysteme verbaut und sie arbeiten hauptsächlich unabhängig, aber sind verbunden über Bussysteme mit vielen verschiedenen Systemen. Es gibt viele verschiedene Standards. Und alle Hersteller wollen es selbst implementieren. Also selbst wenn man alle Standards liest, wird trotzdem jedes Fahrzeug anders sein. There are some practical
Es gibt verschiedene praktische Ansätze, die man benutzen kann. Jedes Auto hat einen OBD2-Port. Das ist gesetzlich vorgeschrieben, sowohl in den USA als auch in Europa, schon für eine längere Zeit. Und es muss leicht zu erreichen sein. Normalerweise im Fahrgastraum. Alle Autos mit Verbrennermotor müssen einen besitzen. Auch elektronische Fahrzeuge müssen einen besitzen. Aber die Fähigkeiten sind eingeschränkt bei elektronischen Vehikeln. Man muss zum Beispiel Verbrauchswerte auslesen können. Viele Hersteller sehen das als Chance für Werkstätten, um Fehlercodes auszulesen. Oder zum Beispiel, um neue Schlüssel anzulernen. Wenn man eine Abschleppstange an sein Auto anbringt, kann man so dem Auto mitteilen, dass sie angebracht ist. Weil es ein CAN-Bus ist, kann man das direkt über den UDB-Connector verbinden und viele verschiedene Komponenten können darüber kommunizieren. Die Motorsteuerungseinheit ist eine, die Aufbausteuerungsmodul ist ein anderes, also das Body-Control-Modul, BCM-Aufbausteuerung, natürlich auch das Airbag, das Entertainment-System, irgendwie spannende Innenbeleuchtung, andere Kontrollsysteme. Weitere Funktionen von einem Bus sind natürlich, dass man die Interkomponentenkommunikation sehen kann. Wenn das Instrumentenpanel, die Anzeige zum Beispiel mit dem Aufbausteuerungsmodul reden möchte, dann kann man natürlich auch Pakete über den CAN-Bus übertragen sehen. All meine Forschung hat sich auf diesen OBD2-Connector fokussiert, was man von dort aus sehen kann und machen kann. Das ist also unsere Perspektive. Wegfahrsperren sind heutzutage eine Voraussetzung in Fahrzeugen. Die müssen umgesetzt werden seit den späten 90ern in den europäischen Staaten und in den Vereinigten Staaten und Europa wurde das per Gesetz festgelegt. Das Ziel war natürlich, das Risiko von Fahrzeugdiebstählen zu senken. Das hat sich als erfolgreich gezeigt. Es gibt zumindest Studien, die zeigen, dass die Diebstahlraten um ungefähr 40% eingebrochen sind. Über mehrere Jahre hinweg waren diese Studien angelegt. Ich glaube, über 12 Jahre. Das ist, weil Fahrzeugdiebstahl früher sehr, sehr einfach war. Man hat einfach einen Kurzschluss gemacht. Man hat den Motor gestartet und die Wegfahrsperre war quasi ausgehebelt. Die Wegfahrsperre hat natürlich einen neuen Schritt dazu gemacht. Die Motorsteuereinheit steuert natürlich den Motor. Wenn du jetzt also eine Versicherung hast, dass der Schlüssel, der präsent ist, auch wirklich gültig ist, dann kannst du den Motor starten. Die ersten Generationen dieser Sicherheitstransponder wurden viel untersucht und haben sich oft als unsicher herausgestellt. Natürlich, wenn es unsicher ist, dann macht es keine Sicherheit dazu und Autos können geklaut werden. Es gibt natürlich irgendwie einen Kampf in diesem Bereich. Die Transponder sind aber heutzutage sehr viel besser geworden. Dein Auto benutzt vielleicht sogar AES, um den Schlüssel zu validieren, den du ins Zündschloss steckst. Und wenn das dann tatsächlich ein richtiger Schlüssel ist, den das Fahrzeug erkennt, dann ist es okay. Das ist auch wirklich nötig, weil Autodiebstähler haben gezeigt, dass sie ziemlich gute Technologie benutzen. Und manchmal benutzen sie sogar einfach offizielle Tools, Werkzeuge, die sie in ungedachten Wegen benutzen. Eine Möglichkeit ist hier gezeigt. Für bestimmte Range Rover Modelle haben sie einen Blindspot Sensor, also um zu sehen, ob jemand im toten Winkel fährt. Und wenn man da eine 12 Volt Batterie anschließt, dann kann man den CAN-Bus
anschließen und einen Key, einen Schlüssel anlernen durchs Fenster, dann wird der Schlüssel als gültiger Schlüssel programmiert und das ist natürlich nicht nötig zu sagen, dass das kein Verhalten war, was angedacht war, aber das hatte Konsequenzen für Consumer, weil Versicherungsfirmen haben gesehen, dass diese Autos häufiger geklaut wurden. Das sind sehr, sehr teure Autos. Sie haben also Anforderungen hinzugefügt, bevor sie dir erlaubt haben, dieses Auto zu versichern. Und das bedeutet dann natürlich, deine Versicherung wird teurer. Oder du kriegst keine Versicherung, wenn du es nicht mal bei dir zu Hause zum Beispiel in einem abgesicherten Bereich parken kannst. Da gibt es einen großen Fehler, wie Wegfahrsperren funktionieren in der Annahme. Die meisten Leute nehmen da etwas Falsches an. Deswegen wollte ich diesen Vortrag geben, weil ich glaube, es ist wichtig zu realisieren, dass eine Wegfahrsperre etwas komplizierter ist als ein einzelner kryptografischer Schritt, der irgendwie vielleicht logisch erscheint. Was du vielleicht denkst, ist, dass das Motorsteuerungsmodul eine Challenge an den Aufbausteuerungsmodul schickt. Das implementiert den Radio Layer und dann kann es weiterleiten, die Challenge an den Schlüssel. Der Schlüssel kann die entsprechende Antwort auf dem gemeinsam geteilten Secret mit dem ECM ausrechnen und zurücksenden und das BCM könnte das weiterleiten an das ECM. Der ECM kann das dann natürlich dann verifizieren, ob das gültig ist und wenn das die richtige Antwort ist, dann kann die Wegfahrsperre ausgeschaltet werden und das Auto kann weggefahren werden. Das klingt gut und klingt toll, aber das ist nicht mehr so in modernen Autos so. Was man in Wirklichkeit sieht, ist, dass es einen zweiten Schritt gibt. Das ECM, Engine Control Modul, sendet was zum BCM. Das BCM macht dann tatsächlich die Authentisierung mit dem Schlüssel. Das heißt, wenn der Schlüssel sozusagen AES benutzt zum Beispiel, dann wird es ein AES-Schlüssel und ein AES-Schlüssel zwischen dem BCM und dem Schlüssel. Das BCM, wenn es tatsächlich die Echtheit des Schlüssels validiert, sendet dann eine Antwort zum Engine Control Modell. Aber das ist eine andere Verbindung mit einer anderen Verschlüsselung, mit einem anderen Schlüssel regelmäßig, bin ich mir nicht sicher. Aber am wichtigsten, das ist bis jetzt noch nicht abgedeckt worden. Das heißt, in der wissenschaftlichen Literatur gibt es quasi keine Diskussion, dass man diesen Schritt gefunden hat und man findet manchmal ein paar Hinweise, dass dieser Schritt funktioniert, aber es gibt sozusagen keine Dokumentation, was dort eigentlich passiert tatsächlich. Also das ist eine offene Frage und das müssen wir uns natürlich genauer angucken mit der Recherche. Also machen wir das? Also wir schauen uns mal Zweigen von dem CAN-Bus den Fdanweger ab. Wir setzen uns dort in die Mitte. Wir können vielleicht auch welchen modifizieren. Wir können den Traffic auf diesem CAN-Bus identifizieren. Wir können gucken, was dort für Nachrichten verschickt werden. Wir können natürlich aus den Nachrichten nicht direkt einen Algorithmus finden, regelmäßig. Das heißt, wir müssen entweder ein Firmware-Image haben oder etwas anderes haben, um den Code genauer zu untersuchen und zu verstehen, was dort, wo die Magie dort liegt. Wenn wir wissen, wo der Algorithmus ist, dann können wir verstehen, ob der gut ist oder nicht. Und wenn wir da sind, dann können wir dann testen, ob die Annahmen, die man gemacht hat, korrekt sind und ob das tatsächlich funktioniert, wie man glaubt, es funktioniert. Und genau. Also der erste Schritt ist die Portal-Identifizierung, die ist relativ einfach. Also wir haben da ja schon ein bisschen Wissen. Wir wissen, es ist ein Nachrichtenaustausch, der passiert, wenn man den Motor anschaltet über den Schlüssel. Wir wissen, dass es zwei Nachrichten mit einer hohen Entropie ist, weil natürlich die Herausforderung unterschiedlich sein muss und die Ausgabe ein Ergebnis von einer kryptografischen Funktion ist. Außerdem, wenn man sie einmal anschaltet, dann ist kein Transport. Naja, dann müsste man etwas erkennen, dass da ein Unterschied passiert und das müsste wahrscheinlich ganz am Anfang sein, dass der Unterschied passiert, weil vorher weiß ja das Auto gar nicht, dass dort kein vernünftiger Transponder ist. Also wir ein bisschen rumfummeln, dann gehe ich jetzt durch die Traffic Logs
Das kann man sich ja alles anschauen. Genau, der nächste Schritt ist tatsächlich ein Image von der Firmware zu bekommen, wo man tatsächlich die eigentlichen kryptografischen Protokolle findet. Also es gibt dort verschiedene Möglichkeiten, also wir haben die ja schon mal, aber die sind in dem MIG-Controller auf einem ECU, die entweder in meinem Tisch liegt oder eben im Fahrzeug drin. Und dann können wir versuchen, dort einfach aus dem Gerät herauszubekommen. Das hilft manchmal, Debugging-Headers zu nutzen, einmal das JTAG-Interface, ein BDM oder UART. Manchmal sind die deaktiviert, manchmal funktionieren sie nicht. Manchmal ist es sehr, sehr teuer, da an die richtigen Werkzeuge ranzukommen. Dann kann man vielleicht im Internet gucken. Manche Hersteller haben dort Möglichkeiten, um dort Informationen runterzuladen über das Fahrzeug auf Basis der VIN-Nummer. Man kann da jede Menge Konfiguration über das Fahrzeug, vielleicht einige Teile oder vollständige Firmware finden, zum Teil verschlüsselt, aber nicht immer. Und dann ist natürlich die Tuning-Szene. Naja, dann denkt man normalerweise auch über Neonlicht, aber diese Leute haben manchmal schon echt eine Ahnung über die Fahrzeuge und vor allem über ältere Modelle, und da findet man vielleicht mal ein vollständiges Image oder Teile davon oder ein besonderes Modell, das da irgendwie sehr ähnlich ist. Und das ist ja schon ein ganz guter Ansatz, um daran an die Firmware zu kommen. Aber auch ziemlich gut ist einfach die Funktionalität, sich aus der ECU selber zu holen. Die ECU erlaubt, dass man dort Diagnosekommandos schickt, wie zum Beispiel die Adresse von einem Speicher zu lesen, ein Upload requesten, also das ist von der ECU-Perspektive, dass man einem Daten sendet. Vielleicht kann man dort auch einfach die gesamte Firmware dumpen oder den Speicher dumpen oder bestimmt Teile der Internet abzulegen. Und dann gibt es natürlich eine weitere Möglichkeit, das ist ein zweiter Bootloader. Das ist eine Art Standard. Nicht jeder Hersteller hat die implementiert, aber einige machen das schon. Und das erlaubt einem, Binärdaten zu der ECU zu senden und dann dort hinzuspringen. Das ist sehr, sehr praktisch. Als Funktionalität ist es manchmal relativ anstrengend, das zum Laufen zu bekommen, aber das ist im Grunde freie Codification, bis auf die Sonderzusage, dass man sie manchmal authentifizieren muss, bevor man sie benutzen kann. Und das lasst sie vielleicht dann vor einem Problem, denn wir wissen ja nicht, wie man sie authentifizieren kann, man kennt den Algorithmus gar nicht. Und als letztes, da gibt es zum Teil Firmware-Updates. Ja, also die kann man zum Teil nutzen. Vielleicht kann man hier die offiziellen Systeme von dem Hersteller nutzen. Manchmal kann man die Daten vom CAN-Bus abzweigen. Man versucht abzudaten und mal gucken, ob man von dem CAN-Traffic dann die Firmware rekonstruieren kann. Dann muss man aber durch bestimmte Standards durchgehen, um man verstehen können, wie das dort in Byte-Messages durchging. Aber man kommt damit irgendwie durch. Also wenn man diese Firmware hat, dann muss man jetzt herausfinden, wo der kryptografische Algorithmus ist. Ja, und die ECU-Firmware sind meistens zwischen 1,5 und 2 Megabyte groß. Und das ist eine Menge, wenn man sich das als Assembler vorstellt. Die Informationsdichte ist sehr, sehr niedrig, und das Linie bei Linie, Zeile bei Zeile zu machen, ist ganz schön anstrengend. Also da muss man ein paar Tricks anwenden. Wir sind ja auf einer Konferenz, wo man eine Menge Reverse Engineering sieht. Das wird nicht deswegen der Fokus von meinem Talk werden, aber da gibt es vielleicht andere, die euch helfen können. Sie kennen das Protokoll, Sie haben ja schon geguckt, wie der CAN-Traffic funktioniert, und man kann sich in dem Protokoll anschauen, was dort sozusagen zum Beispiel bestimmte Datentypen laufen. Es muss also dort irgendwo sein in der Firmware. Außerdem wissen wir ja, dass Krypto normalerweise XOR-Instruktionen braucht, und man wird sich anschauen, wie wenig XOR-Extrakten dort eigentlich sind. Manchmal kann man schon einen großen Anteil der Einzelbitflips rausschmeißen oder die Umkehrung eines ganzen Registers anschauen, und dann findet man XOR-Instruktionen mit seltsamen Konstanten oder Variablen. Das sind natürlich die Punkte, die man sich ja genau angucken muss. Und als letztes kann man sich bestimmte Voraussetzungen vorstellen für die Struktur eines Kryptoalgorithmus. Also zum Beispiel keine Eingabe-Ausgabe, keine komplexen Referenzen, manchmal initialisieren oder sowas, mal ein paar Schleifen drin. Manchmal kann man die Länge des Challenge erkennen, manchmal auch die Länge der Response erkennen.
Also das zusammen, dann gucken wir uns das mal genauer an. Ich habe da mal einen Peugeot 207 reverse engineert. Das ist wirklich nicht der allerneueste. Und das war mein Test-Setup gewesen. Es sieht nicht nach viel aus, aber alles, was für mich relevant ist, ist mit drin und man kann die Zündung an- und ausmachen, Licht geht an und sonst sind die anderen alle mit einem Canvas verbunden und die sind dann auch die connected, wie man auf dem Instrumentenpanel sehen kann. Ich habe dann ein Tool gefunden, das ein paar besondere Funktionen hat, und zwar kann man die Fahrzeug-PIN, die man, also ein Geheimnis, das man nutzen kann, um auf die Zündung zu kommen, und dann kann man damit ein paar mit der Zündung übergehen. Das gibt einem dann ein Gefühl, dass das da tatsächlich die Wegversperre mit drin verbunden ist, weil tatsächlich das ja auch was mit der Zündung, Schaltung zu tun hat, und vielleicht kann man das in einer bestimmten Weise dann daraus den PIN herausfinden können. Für diesen Peugeot, also für diese meisten Fahrzeuge von PSA, ist die PIN eine 4-Zahl große Buchstaben numerischer Code, außer O und I. Also es heißt 1,3 Millionen Keys, was für Kryptographie ja quasi sehr wenig ist. Ich habe also den Reverse engineert und er ist tatsächlich im Engine Control und im Body Control Module. Und der wichtigste Teil sieht so aus. Ja, also das ist das Protokoll. Also wenn man sich den CAN-Traffic anguckt, dann kann man sehen, dass die CAN-ID 72 dort eine Nachricht gesetzt hat, die mit einer Doppel-Null beginnt. Und dann kommt eine 4-Bit-Challenge. Wenn die PCM diesen Key versteht, antwortet sie mit 04 und dann eine 4-Byte-Response. Also das ist ein sehr kleines und sehr simples, direktes Protokoll, das also gerade genau das tut, was halt notwendig ist. Eine der ersten Dinge, die ich gemacht habe, ist, dass ich dort selber Challenges eingefügt habe vom ECM zum BCM und mal gucken, was dann die Antwort ist. Und wenn ich aus Nullen Punkte mache, dann ist ein sehr, sehr, sehr klares Muster erkennbar. Also der ideale Fall, dass man ein einziges Bitflip zu einem 50-50 Chance im Bitflip in jeder Antwort führt, ist nicht tatsächlich klar. Man sieht den Effekt für das Ändern des Challenges, sehr, sehr lokal Effekt auf die Antwort hat. Ein weiterer seltsamer Effekt, den man nicht so ganz klar erkennen kann, den man im letzten sehr leicht sehen könnte, war, dass im Durchschnitt, wenn man sich den Durchschnitt anschaut, also zufällige Challenges sendet, dass dann 75% ungefähr ein sehr starker Bias, und das hat mich tatsächlich etwas gewundert, was für ein kryptografischer Grundsatzalgorithmus dort verwendet wird. Und dann war es mir klar, das ist die Hauptfunktion des Algorithmus. Und es gibt eine Transform-Function, die ich herausgelassen habe, und die macht ein paar Multiplikationen und Divisionen über Modular, das sind mathematische Operationen. Es teilt die Challenge in zwei Teile und den Fahrzeugpin in zwei Teile. Alle vier Teile sind als Input genutzt für diese Transform-Funktion. Und wir bekommen dann ein Transform links, Transform rechts für den PIN links und rechts Transform Teil. Dann passiert was Spannendes. Denn der linke Teil der Transformation wird also mit einer OR-Transformation genutzt, mit einem Teil der PIN. Und diese OR-Operation lead zu ungefähr 75% festen Ergebnis. Das erklärt das etwas seltsame Verhalten, was wir vorhin gesehen haben. Vielleicht ein etwas nicht so schlaues Verhalten. Weil wir können die Challenge uns angucken, die als Eingabe für diesen Algorithmus genutzt wird. Also wenn du die Challenge kennst, dann kennt man auch die transformierte Challenge. Und wenn man die transformierte Challenge kennt, kennt man auch den Output. Weil wenn die Transform Challenge ein One-Bit hat, hat auch die Response ein One-Bit an dieser Stelle.
Die Transform-Function hat noch eine andere Eigenschaft, und zwar, wenn die eine Null hat. Wenn die Eingabe eine Null ist, ist die Ausgabe auch eine Null. Es gibt auch ein paar andere Eigenschaften, die sind nicht so wichtig, weil wenn eine Eingabe eine Null ist, ist die Ausgabe auch eine Null. Also wenn die Challenge eine Null ist, dann wirst du eine veränderte Challenge haben, die auch Nullen hat. Das bedeutet, wenn du das OR machst, dann veroderst du mit nix und die Ausgabe kommt komplett vom transformierten Pin, hängt komplett vom transformierten Pin ab. Eine andere Eigenschaft ist, dass der Pin, der alphanumerischer Pin ist, den kannst du invertieren. Lass es mich nochmal anfangen. Transform, wenn es einen Pin als Eingang nimmt, dann kann der Ausgang invertiert werden. Es gibt nur einen Pin-Teil als Eingabe, der auf einen Teil der Ausgabe der Transform-Function gemappt wird. Wenn du also dem Fahrzeug eine Challenge mit Nullen gibst, dann kriegst du eine Response, mit der du komplett das Geheimnis der GH des Autos zurückbekommst, also den Pin. Das kannst du dann zum Beispiel benutzen, um dich für Diagnosen zu authentifizieren oder Keys anzulernen, Schlüssel anzulernen. Wenn du nicht die Challenge kontrollieren kannst, dann kannst du natürlich ein paar zufällige Challenges hinschmeißen und so den Pin herausbekommen. Das ist schlecht, aber was noch schlechter ist, dass es viele Kollisionen gibt, weil die Bits, die in den Challenges gesetzt werden, die dann transformiert werden, transformieren Bits in den Transform. Eine Challenge, die viele Einsen hat, wird viele Pins akzeptieren als richtige Eingang und in derselben Antwort antworten. Das ist also ein einfacher Angriff, den wir machen können. Wir nehmen einfach eine Challenge des Fahrzeugs ohne einen gültigen Key und für diese Challenge rechnen wir aus, mit welcher Antwort wir rechnen. Und einige Antworten werden generiert durch viele verschiedene Pins, 2.000 oder 3.000 Pins, die dieselben Challenge verursachen. Also nimmt man einfach den meist wahrscheinlichen Antwort und schickt die. Und entweder das funktioniert und die Wegfahrsperre wird abgeschalten oder nicht. Aber wenn es nicht tust, dann weißt du für 3.000 Pins, dass es nicht das war. Also es gibt jedenfalls viel, viel weniger als 4.000 Versuche und weit unter 15 Minuten Zeit, die du brauchst. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe es ein paar Mal versucht, aber ich war eigentlich immer in der Lage, die Wegfahrsperre zu entfernen. Manchmal unter 3 Minuten, einmal 10 Minuten. Und danach, wenn du das Zündschloss aktivierst, dann würde das Auto starten, ohne dass der Transponder gegenwärtig war. Okay, das war nicht so gut. Die nächste Situation ist der Fiat, der Grande Punto, den ich angeguckt habe. Ich habe die BCM reverse engineert. Das ist auf der NEC-Architektur V850ES aufgebaut. Das ist eine 32-Bit-RISC-Architektur. Das kann man ziemlich gut lesen. Da gibt es große faire Informationsdichte. Ich war mir nicht so sicher, was die richtige Crypto gemacht hat. Also habe ich in ein ECM investiert. Überraschenderweise war ich dann in der Lage, es dort zu finden. Und dann bin ich sofort zurück zum DW50 gegangen, weil da konnte ich wenigstens den Code lesen. Das Protokoll ist wie folgt. Es hat eine 32-Bit-Challenge, dann einen 4-Byte-Challenge, dann 2-Byte, 2-Byte Proof of Knowledge. Das ist ein interessantes Feature, weil wir auf diese Art und Weise dem Engine-Control-Modul, dem Body-Control-Modul beweisen können, dass wir den Schlüssel tatsächlich kennen. Du kannst also nicht einfach die Challenge spammen und eine Antwort darauf bekommen. Du musst schon beweisen, dass du das Geheimnis kennst. Dann kriegst du eine 2-Byte-Antwort da zurück und wenn die zurück ist, dann würde das ECM das akzeptieren und das Fahrzeug kann starten. Das scheint ein nettes Sicherheitsfeature zu sein, dass man da schon mal irgendwie beweisen muss, dass man den Schlüssel kennt, aber das scheint das Problem dieses Systems zu sein, wie es sich herausstellt. Das Ziffer ist ein lineares Feed-Shift-Register-Based-Ziffer. Der Key ist mit dem Challenge zusammen verbunden. Es macht 38 Runden. Ich zeige euch gleich in der nächsten Folie, was das bedeutet.
dann generiert es den Beweis, das sind 12 Runden, also 12-Bit-Ausgabe. Wenn man zurück in das Protokoll guckt, dann sieht man das auch. Das First Nibble ist nicht eine Null, es ist also irgendwie nicht 16, sondern nur 12-Bit. Und nachdem werden wir nochmal 16-Bit-Konstanten laden und dann wird ein 14-Bit-Antwort generiert. Das ist ein sehr Standard-Krypto. Das ist ein sehr Standard-Ding und da gibt es aber auch einen Standard-Angriff. Was wir hier sehen, ist ein LFSR, 32-Bit-Register. Es operiert in Runden, also es wird geladen initiell mit dem geheimen Zustand des Algorithmus und jeden Durchlauf nimmt es 4-Bit und die werden miteinander ver-X-ordert. Das ganze Register schiebt sich eins nach links, Bit 0 wird zu 1, 1 zu 2 und so weiter. Das Bit Nummer 31 geht raus und das davor XO-dierte Bit kommt in die Nullposition. Das ist der Weg, wie es durchrotiert und es aktualisiert ständig seinen internen Zustand. Dann gibt es eine Ausgabefunktion, die nimmt 8-Bit Input und jedes Mal Input kreiert es ein Bit. Unten links kann man die Output-generierte Tabelle sehen. Es ist im Wesentlichen zählt es einfach durch, wenn die 8 Bit zusammen aktualisieren zu A2, dann nimmst du Bit-Position A2 in dieser Tabelle. Das ist dann das Bit, was generiert wurde als Proof, als Beweis dafür, dass du etwas kennst. Nun, was wir hier sehen, ist, dass es tatsächlich 8 Bits gibt, die im LSFR, die das Ausgabebit tatsächlich bestimmen. Diese 8-Bit sind von diesen 8-Bit, sie generieren 256 verschiedene Werte. Also es gibt 256 verschiedene Kombinationen, aber ungefähr nur die Hälfte werden das beobachtete Bit generieren. Also es gibt quasi nur 128 valide Optionen für dieses Bit, um zu generieren, dass wir einen Beweis zu generieren. Das ist sehr, sehr interessant und du kannst es natürlich benutzen, um einen Angriff zu konstruieren. Du machst also eine Annahme auf den internen Status. Wir haben 128 Kandidaten für interne Stasi und dann machen wir eine Runde. Wir schieben die Bits in eine Position nach links, wir machen die Feedback-Funktion. Und dann evaluieren wir das zweite Bit, was rauskommt. Für das zweite Bit hast du schon ein bisschen Wissen, weil du vorher Annahmen getroffen hast. Die grünen Quadrate bedeuten die Bits, die wir schon kennen. Und du siehst, dass durch die Runden, durch jede Runde, können wir ein paar Kandidaten eliminieren, weil sie den falschen Output generieren. Und du musst immer weniger und weniger raten, um den Zustand auszufüllen. Und diese Eliminierung führt kontinuierlich statt. Und das führt dazu, dass wir das sehr, sehr viel effizienter machen können, als einfach nur ein brutal Force. Also die totale Komplexität ist 2 hoch 21. Das ist Größenordnung kleiner als ein Brute Force Angriff. Okay, das ist okay. Das ist eher Standardzeug im Kryptobereich. Jetzt gibt es aber ein anderes Problem, und zwar, wie sie das implementiert haben, weil sie da ein paar geheime Reviews gemacht haben. Das Geheimnis, was genutzt wird, um den Beweis zu generieren, ist in gewisser Weise der Fahrzeug-PIN. Und wenn man diesen 32-Bit geheimen Input-Wert nimmt und die 5 recht liegenden Nibbles nimmt und die Buchstaben zu Zahlen macht und dann 9 abziehst, dann kriegst du eine 5-stellige Zahl und diese Nummer ist der PIN. Was wir jetzt haben, ist ein Angriff, der ein paar Challenges beobachtet, zusammen mit dem Proof of Knowledge, das immer da ist und das kriegst du einfach kostenlos, wenn du die ECU mit Power versorgst, mit Spannung versorgst. Wenn du dann einen Angriff drauf laufen lässt, der vielleicht 6 Sekunden auf einem Single Core mit einer nicht optimierten Anwendung, du kannst aber bestimmt besser werden. Also es dauert nur ein paar Sekunden und was du bekommst, ist der PIN.
Du kannst also immer noch nicht an das ECM authentifizieren, aber du kennst den PIN, du kannst ihn verwenden für Diagnose-Services, für Memory-Speicher auslesen oder nochmal Schlüssel anlernen. Und da gibt es absolut Möglichkeiten, das noch auszuhebeln und weiter auszunutzen, um das Auto dann am Ende zu starten. Der dritte Fall, den ich mir angeguckt habe, war ein Opel Astra H. Und ich habe den kryptografischen Teil rausgemacht, weil ich nicht hacken konnte. Und ich möchte euch nicht damit langweilen mit ziemlich komplizierten Algorithmen, dann aber nicht sagen, wie ich sie angreifen konnte. Also wenn es euch interessiert, das steht auch in meiner Masterthese drin. Aber es gibt immerhin noch einige paar interessante Dinge, die man hier vielleicht sagen sollte. Also erstens, ich habe das ECM reverse engineert. Das war basiert auf einem Power-PC, einem Mikrocontroller. Und das ist ziemlich gut, da gibt es einen Compiler für und da kann man die Assembly relativ sehbaren C-Code bekommen. Das war gut, aber das war nicht genug. Deswegen habe ich ein Tool gekauft, um das BDM-Interface zu nutzen, von dieser ECU zu nutzen, welches aktiv und nutzbar war. Und es hat mich eine ziemliche Zeit gedauert, bis ich das zum Laufen bekommen habe. Dann habe ich Windows installiert und alles mögliche andere gemacht habe. Und dann konnte ich Speicher lesen und Register verändern, auf der tatsächlichen ECU verändern. Und das hat mir eine Menge geholfen beim Debuggen und den tatsächlichen Funktionen zu finden. Also hier ist das Protokoll, das ich gefunden habe. Es hat ein 2-Byte Opcode und dann ein 2-Byte Status-Data und ein 4-Byte Challenge. Und dann gibt es nochmal 2-Byte für eine Antwort und 4-Byte für die Antwort. Hier gibt es keinen Wissensbeweis, kein Proof of Knowledge, sondern hier gibt es nur 32-Bit, und das war es dann. Das war lustig, als ich am Ende den Algorithmus herausgefunden habe. Da fiel mir ein, das ist nicht ein Algorithmus von Opel, sondern es ist ein Algorithmus, der von einem Security Transponder geworden ist, und zwar von dem PCF 7935 Sicherheitstransponder. Das ist der Vorgänger von Hightech 2, den ihr vielleicht kennt. Es nutzt ein 128-Bit Geheimnis, also das ist ein ziemlich, ziemlich großes Geheimnis und ein 32-Bit internen Zustand. Als ich 32-Bit internen Zustand gesagt habe, dann habe ich gedacht, das muss man doch hinkriegen können. Nein, war es nicht, weil es dort eine Menge Runden macht zwischen den, nicht über dem Fiat eine, zwei Antworten, sondern es macht 34 Runden und dann kommen 2-Bit heraus und dann macht es nochmal 34 Runden und 2 weitere Bit. Und zwischen diesen 34 Runden macht es eine Mischung zwischen den 128-Bit zu dem State, und da ist so viel Distanz zwischen diesen Momenten, dass es sehr, sehr schwer ist, hier irgendwelche Informationen irgendwie zu nutzen oder irgendwelche nutzlichen Dinge herausnehmen, die man so neue Mischungen dann noch überleben. Also ich habe mein Bestes dran gemacht, ich habe ein paar Sachen gefunden, aber nichts hat mir da geholfen. Man kann damit keine Attacke machen. Ihr könnt meine Masterarbeit lesen, wenn ihr daran noch weiter interessiert seid. Ich fand es interessant, dort eine Implementierung eines Sicherheitstransponders zu finden innerhalb einer Engine. Obwohl man dann hier zeigt, dass die Engine, die Motor gar nicht mit dem Transponder redet. Und dann habe ich ein anderes, was mir anguckt, und zwar ein Corsa C. Und da habe ich herausgefunden, dass dort anders war. Nein, da hat tatsächlich der Motor eine Kommunikation mit dem Schlüssel. Und was wahrscheinlich passiert ist, dass die das wollten, dass sie die Motorentwicklung und die Fahrzeugentwicklung trennen wollten, sodass die Sicherheitstransponder erneuern können, ohne tatsächlich die Fahrzeuge und deren Fahrzeugframeworks zu tauschen. Und ich glaube, dass das so passiert ist, und das ist, warum sie sich dann entschieden haben, die Sicherheitstransponder und die Emulation davon in dem Engine Control Modell zu haben, um getrennt zu haben. Das klingt wie eine ganz praktische Lösung. Es ist mit Abstand die stärkste Algorithmus-Emulation, die ich je gesehen habe, von allen drei, obwohl es out of scope ist, weil ich mich tatsächlich nur auf die kryptografischen Grundlagen konzentriert habe.
vielmehr aus, dass ein Random Number Generator nicht so gut ist. Sie nutzen einen Tick-Counter der CPU als Quelle für Zufall. Und wenn man sich da ein bisschen googelt, dann findet man hier den Netscape Random Number Generator. Also wenn wir es zusammenfassen, wir finden heraus, Peugeot nutzt einen winzigen Schlüsselraum mit nur 1,3 Millionen PIN-Codes. Die Informationen der Antwort werden sehr leicht rausgehört, wenn man dort eine Null-Challenge rausbekommt, bekommt man schon direkt das ganze Ziel zurück. Es gibt eine Menge Kollisionen, die wirklich nicht sehr robust gegen einen Angriff sind. Ja, FIA hat einen Algorithmus, der quasi im Stuhlbuch steht. Es ist zwar eine gute Idee, dann eine gegenseitige Authentisierung zu haben, aber in diesem Kontext hilft es nicht, sondern in dem Falle schadet es sogar. Sie nutzen den Teil dieses Schlüssels als ein Fahrzeugpin, im Gegensatz zu anderen Teilen des Pins, die generiert wird, um die Antwort zu machen. Wenn das der Wege-Pin gewesen wäre, dann hätte ich diese Artikel nicht durchführen können. Und das letzte ist Opel. Sie haben einen alten Sicherheitstransponder geklont. Der Nachfolger war ziemlich schlecht, aber dieser nicht, also nicht von mir. Also ich habe meinen Master nicht in Kryptoanalyse. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der war definitiv deutlich besser als die beiden anderen. Und vielleicht auch interessant, alle drei Systeme auch noch in neuen Fahrzeugen, die 2019 rauskommen, sind auch noch weiter sind. Und auch vielleicht nicht in neuen Modellen, aber welche, die jetzt noch auf dem Markt sind. Und ich bin sehr interessiert daran zu sehen, wie das mit anderen Herstellern in Kontext steht. Und ich glaube, es wäre ganz spannend zu sehen, wie das dort ausschaut, um zu sehen, was es sonst noch so gibt. Also um dann noch ein paar Lektionen mitzunehmen, macht nicht eure eigenen Krypto. Das sagen viele und man kann es offen sagen, ja, das wird nicht klappen, da ist man sicher. Nutzt standardisierte kryptografische Komponenten und versucht dort Leute zu finden, die wirklich Sicherheitsexperten sind, das zu implementieren, anstatt dann einfach nur aufs Beste zu hoffen. Nutzt nicht die Geheimnisse mehrmals. Es gibt viele, viele Beweise auch hier, dass die Wiederholung von Keys das deutlich leichter macht zu knacken und ersetzt Teile von dem grundsätzlichen Ansätzen eurer Kryptographie. Je öfter sie ihr wieder nutzt, umso häufiger auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie leicht zu wandeln. Ja, es hat tatsächlich so eine Art Rüstungsauf-Wettbewerb in den Transpondern und wenn man jetzt sich überlegt, wie man Protokolle bauen kann, die dort tatsächlich gut funktionieren können, wenn man sich jetzt anguckt, diese Protokolle von 1995 sind immer noch da und sind nicht ersetzt und entweder hat sie niemand sich genau angeguckt oder es gibt andere gute Gründe, die genauso zu lassen, wie sie vorher waren. So, ich hoffe, das war interessant und vielleicht auch ein bisschen entertaining und ich nehme gerne eure Fragen an. Vielen Dank, Wouter Boxlein. Thank you. You know the game, if you have questions, oh, we already have questions. There are microphones, microphones number 1, 2. So, es gibt schon ein paar Fragen, die Mikrofone 1 bis 8 und das Internet hat auch Fragen bereits. So, also fangen wir mit dem Internet an. Warum benutzen Autos nicht mehr Ring Layer Security? Oh ja, also das ist eingebettete Sicherheit. Das sind nicht PC- oder Smartphone-Sicherheit. Das ist eingebettete Sicherheit und Kfz-Hersteller machen schon ihr Bestes, aber das ist nicht ihr Spielfeld. Und da gibt es eine ganze Menge an Ansätzen, das sicherer zu machen. Aber das haben sie nicht getan. Und ich kann nicht wirklich sagen, warum man es nicht besser machen kann. Natürlich sollte man es besser machen, aber ich glaube, man kann verstehen, dass sie vielleicht dort ein bisschen bei diesem Spielfeld tatsächlich ein bisschen zurücklegen, was für sie verhältnismäßig neu ist. Hallo.
Vielen Dank für deinen Vortrag. Meine Frage ist, ob du kleinere oder interessantere Fehler gefunden hast in anderen Teilen des Autos? Ja, also ich habe da ein paar andere Sachen gefunden, außer den drei, die ich gemacht habe. Da habe ich ja auch ein paar andere von den Diagnostiken, die Autorisierungsmechanismen angeguckt. Ich habe sie nicht in meine Masterarbeit gepackt, weil es ganz schön ist, da eine klare Nachricht und eine klare Forschungslinie zu zeigen. Aber ich habe dort Autorisierungen, die tatsächlich manchmal sehr lächerlich sind, wie zum Beispiel eine Challenge und Sequent und dann Abzug und dann die Response. Answered? I think this is a yes. Microphone number two, please. Hallo, vielen Dank für deinen Vortrag. Ich habe zwei kleine Fragen. Wie hast du genau diese Autos ausgewählt und welche Teile dieser Sicherheitsfehler sind verbesserbar? Ja, gut. Also ich habe diese Autos ausgewählt, vor allem deswegen, weil sie verfügbar waren. Ich habe mir jetzt nicht besondere ausgesucht. Ich habe einfach da, wo ich gerade gearbeitet habe, mein Praktikum gemacht habe. Da hatte ich dann einige Plattformen zum Rumspielen. Ihr habt ja meine tollen, lustigen PSA-Setups gesehen. Das war das Professionellste, das ich hatte. Das ist, was ich hatte. Am Ende habe ich herausgefunden, das sind diejenigen, die noch später relevant sind, aber das war gar nicht so schlecht. Es scheint eine gute Entscheidung gewesen zu sein. Und eine zweite Frage war, genau, können diese Fehler in einem Update gefixt werden? Genau, also ja, es gibt nicht wirklich Infrastruktur, die Updates auszurollen. Also die Autos, die dort stehen, ich glaube, dass man dort nicht wirklich was machen kann. Ja, man kann das machen, aber das dauert und es ist ja für den Hersteller keine große Kosten. Aber was man tun könnte, das wäre zum Beispiel Timeouts beim PSK zu nutzen, um sicherzustellen, dass es nicht zu einfach ist, dass man eine sehr, sehr hohe Anzahl von Authentifizierungsversuchen machen kann. Es ist ja keine Reparatur, das repariert es ja nicht wirklich, aber es macht es, es ist ein Ansatz, ein Verbesserungsansatz. Also im Fiat-Fall ist es ein bisschen schwieriger. Man kann nicht wirklich den gesamten Algorithmus ändern. Das sind ja verschiedene Motoren und ich glaube, das wäre ziemlich schwierig. Da muss man das Protokoll ändern. Dankeschön. Sind die Schlüssel eindeutig für das Auto oder wie wird es behandelt, wenn die Sachen ersetzt werden müssen? Die Secrets sind tatsächlich pro Auto einmalig und der Austausch, da gibt es also bestimmte Prozeduren, um bestimmte sozusagen neue ECUs mit dem aktuellen System zu verkuppeln, muss man die ECU reinstecken und dann den Fahrzeugpin eingeben. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass sie dieses Secret reusen, wenn es ein unterschiedliches gewesen wäre, hätte man eine bestimmte Methode von Secret Sharing Protokoll nutzen müssen und das hätte eine neue ECU tatsächlich dort einsetzen müssen und das wäre wirklich schwieriger. Thank you. Microphone number one, please. Hello. Guten Tag. So what I'm struggling to understand, was ich nicht ganz verstehe ist, warum müssen wir die Kommunikation trennen? Ich denke, dass die ECU für neue Schlüssel angelernt werden kann. Aber warum machen wir das, anstatt die ECU direkt anzulernen? Warum lädt die ECU nicht einfach den Schlüssel vom Transponder? Wenn ich die Frage richtig verstehe, dann geht es darum, dass wir uns fragen, warum wir dort zwei verschiedene Authentisierungssysteme haben, einen zwischen Engine und BCM und dann dem Schlüssel zwischen dem ECU und nicht der Schlüssel direkt mit der Engine. Man muss verstehen, dass die Motorentwicklung von verschiedenen Firmen gemacht wird. Die gleiche Engine kann man in vielen verschiedenen Fahrzeugen benutzen, vielleicht sogar von verschiedenen Fahrzeugen, verschiedenen Bereichen. Und es ist kompliziert,
diesen Autos unterschiedliche Firmwares zu geben. Also es ist sicherlich möglich, aber man möchte einfach eine Engine bauen und ein Auto bauen und dann möchte man es beide zusammenarbeiten und ein anderes Auto mit der gleichen Motoreneinrichtung sollte auch funktionieren. Also das hat was damit zu tun, wie die Fahrzeugentwicklungsprozesse funktionieren. Aber sollte dann nicht... Ich gehe davon aus, dass der Teil, der mit dem Transponder spricht, immer noch mit der Motorsteuerung sprechen muss. Muss der Fahrzeughersteller nicht immer noch mit dem Motorprotokoll sprechen, ohne es auf den Key zu tun? Ja, das ist eine große Spekulierung von meiner Seite. Ich habe da jetzt nicht genau Insider-Informationen, warum das so gemacht worden ist, aber ich kann, naja, ich kann mir vorstellen, Ansätze, dass, wie man das reparieren kann, also warum sie das nicht machen. Also ich glaube, dass normalerweise was damit zu tun hat mit Kompatibilität zu Vorgängerprodukten. Also man könnte dort ja 5 Algorithmen in der BCM einbetten und dann einfach und dann durch die Konfiguration diejenigen nutzen, die für das Fahrzeug passt. Ich weiß nicht, warum sie das nicht machen. Also das sind nicht Softwarefirmen, das sind Autofirmen. Vielen Dank. Thank you. Microphone number 3, please. Thank you for the great talk. Vielen Dank für die tolle Vorstellung. Wenn wir OBD ans Internet angeschlossen haben, siehst du damit weitere Probleme, die man mit dem Hacken des Autos damit verbinden könnte? Ja, also OBD zum Internet verbinden, naja... Nein, nicht wirklich. Also wenn man OBD... Zugriff hat, dann kann man den OBD-Port benutzen und dann kann man eine Menge machen. Also es gibt Autos, die nutzen ein Gateway, das ist so eine Art Filter, muss man sich authentifizieren, bevor man die genauen Fahrzeuginnereien angreifen kann. Das hat was mit dem Auto und mit dem Modell und mit dem Hersteller zu tun, wie viel man dort manövrieren kann in den Daten. Also für manche ist es etwas einfacher, für manche ist es schwieriger, für manche mag es unmöglich sein, aber auf jeden Fall hat man da einen sehr, sehr guten Ansatz mit. Vielen Dank. Guten Tag. Hast du irgendwelche Anti-Brute-Force-Maßnahmen festgestellt? Meine zweite Frage ist, offensichtlich hattest du Einfluss auf die internen Kommunikation zwischen Motor und Steuergerät, aber die Angriffe, die bei Fiat und Peugeot funktioniert haben, sind die möglich nur mit dem OBD2-Port oder braucht man da auch die internen Kommunikation? Also ich habe das am Anfang meines Talks dann schon gesagt. Also ich habe nur die Attacken durchgeführt, die ich präsentiert habe. Ich habe mich dann nur auf die OBD möglichen Angriffe konzentriert. Also ja, ich habe ein paar Dinge auf der Hardware der ECUs gemacht, aber das war nur zum Recherchieren. Also meine Angriffe sind halt tatsächlich ausschließlich über OBD durchführbar. Okay, vielen Dank. Die erste Frage war schon teilweise beantwortet. Also man wird nicht nach 5 schlechten Versuchen ausgeschlossen, oder? Ja, also ich habe da schon was gefunden, das etwas seltsam in dem PSA-Fall gewesen ist. Und das ist tatsächlich, wenn man... Ja, lass mal nachdenken. Also es gibt tatsächlich eine Ratenbegrenzung bei PSA implementiert in dem Motorkontrollmodul. Nein, gar nicht wahr. Also auf dem Fahrzeugkontrollmodul. Also dort, wenn man dort einen Spam quasi von diesen Challenges durchführt, dann wird es dann irgendwann keine Antwort mehr geben. Das klingt vielleicht nach einer guten Idee, ja, Ratenbegrenzung, aber sie haben es auf der falschen Seite gemacht. Gut, vielen Dank. Hast du irgendwelche Beziehungen zwischen Public Identifiers von den Auto und den Secret Uses von den Gateways? Ja, also wenn die Fahrzeugidentifizierungsnummer tatsächlich dort irgendwie im PIN-Code im K sind, ja, ich weiß, wo sie hinwollen. Nein, aber das habe ich so nicht gesehen. Okay, vielen Dank. Questions from the Internet? Fragen aus dem Internet? Keine weiteren Fragen. In diesem Fall, Ladies and Gentlemen, vielen Dank.
Das war die deutsche Übersetzung von